Romantiker, könnte ich singen, dann hätte ich diese Folge Primetime Football jetzt mit Country Roads eingeleitet. Das möchte ich euch aber ersparen und ich möchte vor allen Dingen, dass ihr dran bleibt. Ich habe es in euren Kommentaren schon gesehen, denn es gibt viel zu bereden. Was bitte durften wir am vergangenen Wochenende alles erleben? Und darüber sprechen kann ich nicht mit mir alleine, deswegen hole ich nun Björn Werner zu uns. Country Road. Du wagst es? Weil ich habe es im Podcast auch schon gehört. Da hast du gar nicht so schlecht gesungen. Ich habe gerade den Leuten gesagt, ich war so ruhig gerade hier, wo wir unseren Technik-Check gemacht haben. Ich bin noch so am Arsch. Ich weiß auch nicht, ob ich recovern werde, bis das Wochenende wieder losgeht. Ich glaube, dieses NFL-Deutschland-Wochenende wird jetzt immer so, das wird hart. Da muss man erstmal mit klarkommen, weil was da alles abging. Und dann geht es sofort weiter und muss schlafen. Jetzt lass doch erstmal die anderen beiden Jungs holen. Die sind wahrscheinlich auch müde und haben trotzdem und haben obendrein jetzt noch ein Jetlag. Magnus Otscha. Take me home. Country road. Dominik Eberle. To the place. I belong. Ich glaube, wir sind hier. Mountain Mama. Take me home. Country Road. Und jetzt sind alle Romantiker erstmal weg. Ich glaube, mit der CD-Aufnahme schauen wir mal, aber das wäre auch noch eine Idee. Jungs, ich begrüße euch und alle Romantiker zu dieser neuen Folge von Primetime Football am heutigen Mittwochabend um 21 Uhr live auf Twitch. Und ihr alle, ihr wart dabei, entweder live oder wahrscheinlich vor dem Fernseher. Deutschland hat abgeliefert. Was haben wir da am Wochenende erlebt? Bromania am Freitag, Samstag ging es weiter, Sonntag das rekordebrechende Spiel, das erste Deutschlandspiel der NFL. Björn und Patrick haben schon im Podcast, im Hangover-Podcast am Montag darüber gesprochen und da wart ihr noch ganz nah an den Emotionen dran. Völlig fertig. Jetzt Marc und Dominik, ihr seid zurück in den USA mit ein paar Tagen Abstand. Was waren eure Highlights? Dominik? Für mich, also ich fand es unglaublich, wie egal welches Team man angefeuert hat, es war ein Footballfest. Jeder ist zusammengekommen, ob es bei Romania war oder bei irgendwelchen Fanfeiern und dann vor allem beim Spiel. Also ich fand es unglaublich, wie egal woher man kommt, egal wie man aussieht, wir lieben diesen Sport und machen es so richtig brüderlich. Also da kommen mir fast die Tränen, um zu sehen, wie geil das einfach war, dass Menschen so zusammen einfach sich auf den Sport gefreut haben. Ja, ganz klar, kann ich nur zustimmen. Es war, ganz ehrlich, es ist echt ein krankes Wochenende gewesen. Es war so heftig. Einfach, ich sage erstmal von, ich glaube, die NFL hat es richtig geil gemacht. Das Matchup war perfekt. Die Location mit München, mit dem Allianz-Stadion. Einfach alles umrum, wie es organisiert war, top-notch. Und es ist, glaube ich, echt einfach. Es ist aufgegangen, so wie es ist. Also es ist einfach, das hat geklappt. Es war einfach richtig gut. Aber was für mich das Krasseste war, und so, ich meine, ich habe es gehört, so von anderen und natürlich hier online kriege ich so ein bisschen den Hype mit. Aber dieser Football-Hype in Deutschland ist absolut irre, mindblowing. Ich war ganz ehrlich, ich so die Tage jetzt so ein, zwei Tage nach, als ich wieder zu Hause war, es flasht mich immer noch, wie krass es war. Diese Liebe, diese Energie und dann, Alter, Football Deutschland hat abgeliefert. Ich weiß, es ist so krass gewesen, ganz ehrlich, es war einfach nur mega, mega. Gänsehaut, immer noch Gänsehaut. Marc war die ganze Zeit, Leute, was ist denn hier los? Was ist denn hier los in Deutschland? Ich muss auch zurückziehen. Ich bin nach Hause angekommen. Ich so, ey, Schatz, ey, pack Koffer, ey, wir ziehen wieder nach Deutschland. Ich habe es im Podcast ja schon alles gesagt. Wir haben ja wirklich nur diese Folge dedicated für dieses Wochenende, weil ich konnte die letzten drei Tage lag ich im Bett, alle schlafen. Und ich habe richtig noch das Adrenalin von einem Wochenende sozusagen im Körper gehabt. Ich konnte nicht schlafen. Also ich kann den Schlaf auch nicht nachholen, weil einfach mein Körper nicht, ich kann nicht runterkommen. Mhm. Und meine Frau hat das so, kennst du, keine Ahnung, alle, die einen Partner haben oder eine Partnerin, kennen das, wenn der andere im Bett ist, es ist dunkel und du spürst einfach, die Person kann nicht schlafen. Genau. Und meine Frau jeden Abend, oh, Alter, denkst du schon wieder, also weißt du, denkst du die ganze Zeit an Sachen, ich sag sie, hey,
wie kann ich nicht daran denken, was gerade abging halt. Absolut. Das ist so wirklich, das ist so, hier schreibt er dann Brainfuck vom Feinsten. Das ist wirklich. Alter. Aber ey, das ist halt das Ding, die haben hier, ich habe so viele Leute hier drüben, also Amerikaner haben mir geschrieben und gesagt, Alter, was ist denn bei euch da drüben los? Mann, alle Amis haben von Montag bis jetzt heute darüber gesprochen. Mhm. McAfee auch. Die sind alle so, ich glaube, so neidisch, dass sie nicht dabei waren. Mhm. Und das wird nächstes Jahr nochmal eine ganz andere Show. Ich glaube, da werden noch mehr Menschen kommen aus den USA, die sagen, ich glaube nicht, dass ein Pat McAfee nächstes Jahr uns ghostet, Leute. Der Typ wird bei Bromania nächstes Jahr sein, weil es wird eine Bromania geben, weil das Ding war einfach zu brutal. Also auch nochmal hier, Dankeschön, falls ihr den Podcast nicht hört, weil manchmal haben wir auch Leute, die hören nur Primetime-Football, nicht den Podcast. Vielen, vielen Dank. Ey, das Wochenende war für uns alle unglaublich. Unbeschreiblich. Also es ist, man kann es Leuten gar nicht vorstellen. Ich habe mit zwei Nachbarn gesprochen gestern. Die kriegen gefühlt gar nichts mit. Die sind halt so außerhalb von dieser Football-Blase. Und die haben halt nur so ein bisschen auf Social Media, dann, weil sie mir folgen, was gesehen und haben mich dann so gefragt. Ich sag, Alter, was war denn das? Und ich sag, ja, das war unser Football-Bromance-Party. Hä, wie? Da waren so viele Menschen da, so nur für euch so. Ich sag, ja, also wie viele? Also 5.000 Leute. Die so, hä, was? Da waren 5.000 Menschen, also nicht beim NFL-Spiel, sondern bei so einem Fanfest? Ich sag's dir, ja. Alter, das ist so crazy. Auch. Ich meine, Bromania war, ich meine, nochmal krasser. Ja, hier, Jenny, erzähl mal jetzt hier. Dass ihr das gedroppt habt, das war für uns. Ey. Erzähl mal, was hast du mit Roger besprochen? Was ging ab bei Roger? Wie bist du da reingekommen? Die Leute wollen es wissen. So was teile ich nicht so gerne. Nein, ein Freund von mir, der war... Nein, überhaupt nicht. Während des Spiels... Nein, mit euch habe ich es geteilt. Privat. Nein, ein Freund von mir, der war bei ihm in der Loge. Weiß jeder ist. Ja, der war bei ihm in der Loge eingeladen und meinte, ja, willst du das? Also die wollten mich die ganze Zeit schon hoch. Und habe ich gesagt, nein, ich gehe erstmal zu uns an den Platz und ich bin ja mit euch da gewesen. Meinte so, ja, aber dann komm doch im ersten Quarter. Ich so, du, ich gucke das erste Quarter erstmal bei mir, holt mich im zweiten Quarter. Ja, und dann haben sie mich halt hochgeholt. War ganz nett, hat sich vorgestellt, wirklich nett. Dann, was hat er gesagt? Warte, wie haben die dich hochgeholt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so stark. Also. Es kam halt, es musste mich ja jemand runter und die haben mich dann angerufen, ja, zeig mal genau, wo du bist, habe ich halt den Platz genannt, also den Bereich, das Gate und dann habe ich Foto von mir geschickt, so, ja, das bin ich. Und dann haben sie mich gefunden und dann, das war dann nochmal 2-3 Etagen auch über der eigentlichen Lounge, also waren ja noch so verschiedene Lounges. Oh. Und dann, das war nicht nur die normalen Menschen, normalen VIPs saßen, sondern das war die Loge. Und dann, dann bin ich rein. Er war aber draußen. Ich habe mich dann erstmal reingesetzt zu meinem Freund und der war da mit dem, wer war denn das, der Eigentümer von The Zone. Der CEO von The Zone, Karl-Heinz Rummenigge, die deutschen Fußballfans mögen ihn vielleicht kennen. Dann saßen wir erstmal zu dritt da, also zu viert, die drei und ich. Und dann, sehr schön. Ja, und dann bin ich aber rausgegangen, weil ich gesagt habe, Leute, ich will das Spiel von draußen gucken, nicht hier am Bildschirm. Dann wurden noch Patrick und Patrick wurden ein paar Mal eingeblendet, weil ich hatte den ja dann auch von The Zone erzählt. Was Bromance ist und sowas. Und dann konnte ich halt immer sagen, dann, ah ja, weil da lief ProSieben, dass ich hab die Nummer. Und dann bin ich raus und dann war Roger da und dann meinte so, hi, ich bin Roger, willkommen, schön, dass du da bist. Ich so, ah, schön, ja, freut mich, nee, schön, dich kennenzulernen, schön, dass du da bist. Und ich so, ja, freut mich auch, ich bin Jenny. Und dann habe ich erstmal ihn vollgequatscht. Nächstes Jahr Roger bei Bromania. Ja, so. Logo. Mach mal klar. Sehr geil. Nee, und dann, dann bin ich aber im letzten Quarter, irgendwann, da war noch so 5 Minuten Spielzeit, da bin ich dann wieder runter zu euch gegangen. Da waren sie alle traurig. Ja, bestimmt, ey. Roger, bleib da. Ja, aber es war eine ganz kleine Gruppe. Also es war wirklich sehr angenehm. Und was ich doch sagen möchte, einmal, Deutschland hat bewiesen, dass sie Stadion können und Stimmung machen können. Und was mich so geflasht hat, ist München, dass München
so wirklich zu war. Also München hat dicht gemacht und es war nur Football und NFL. Und ich war ja jetzt teilweise mit der Formel 1 in vielen Städten oder mit anderen Events und es war nie so. Es war immer, du warst mit der Formel 1, auch egal wo du bist in deiner Bubble, aber die restliche Stadt geht weiter und lebt weiter. Und jetzt bei Football war es wirklich so, ganz München Standkopf. In den Bars, was da abging, was da in den Hotels vorbereitet war, egal wo man hinguckte, es war nur NFL und das fand ich persönlich sehr, sehr toll und beeindruckend und es zeigt einfach, was für einen Stellenwert dieser Sport jetzt mittlerweile bei uns hat. Gott sei Dank. Wir wissen ja, warum. Absolut, absolut. Und die heiße These ist gerade rausgekommen oder das Gerücht, dass es vielleicht sogar 2 NFL-Deutschlandspiele geben wird nächstes Jahr. Ich glaube, das ist gar keine These mehr. Ich glaube, das ist schon. Ja, doch, die haben gesagt, dass die Mexiko-Spiele nicht machen wollen. Gerüchteküche ist heiß. An Deutschland führt absolut kein Weg mehr vorbei. Die haben es gesehen. Nee. Angeblich will Spanien und Frankreich auch rein. Aber da gibt es gar keine NFL-Fanbase so wie in Deutschland. Also sollen sie mal stecken lassen. Das zeigen wir im nächsten Jahr. Dann beim Spiel, dass es an Deutschland definitiv keinen Weg vorbeigeht. Und da werden die Frankreich, Spanien, was auch immer, da werden die leider vergessen. Wir werden also sie mal rennen. Ja, genau, das Mexiko-Spiel wird nächstes Jahr ausfallen, weil die sanieren für die WM. Okay, genau. Macht Sinn. Ja. Also bestimmt Frankfurt und München. Muss sein. Was wir sicher wissen, ist, dass die NFL das erste Spiel hatte und nicht das letzte in Deutschland. Und mit den News, naja, da würde ich sagen, steigen wir jetzt ein, nachdem wir das gedroppt haben. Hier kommt der Newsflash. So schick alles jetzt, ne? Wir blicken auf die Rams, denn da gibt es schlechte Neuigkeiten. Wide Receiver Cooper Kupp, der fällt für mindestens 4 Wochen aus. Er hat ein High Ankle Sprain, der am Dienstag operiert wurde. Und die typische Recovery-Zeit bei einer solchen Verletzung beträgt 5 bis 6 Wochen. Frage an euch, können die Rams diese Saison jetzt abschreiben? Oder und den Fokus damit komplett auf 2023 legen? Oder gibt es da noch irgendeine Rettung, Chance, Ersatz? Also ich muss ehrlich sein, ich denke, das Ding ist gelaufen für die. Ey, Cooper Kupp macht bei denen alles. Alles. Ey, die komplette Offense geht durch ihn. Und es ist so oder so schon eine Struggle in Offense. Die sind dieses Jahr, ich meine, die haben jetzt ein 3-6 Record dieses Jahr. Matt Stafford ist verletzt, jetzt Cooper Kupp raus. Ich weiß nicht, wie da noch was funktionieren soll. Vor allem, die sind halt auch natürlich in einer starken Division mit den Niners und Seahawks, die beide vor denen sind. Also Chancen auf Playoffs sind sehr, sehr gering. Denke ich. Ja, ich bin bei Marc. Die Saison ist durch. Matthew Stafford ist immer noch im Concussion-Protokoll. Mal gucken, ob er diese Woche überhaupt spielt oder. Aber so oder so, Cooper Kupp war die einzige Waffe, die sie haben. Tyler Higbee war dann so ein bisschen die zweite Anspielstation. Aber Allen Robinson irgendwie, glaube ich, wird nicht diese Workload von Cooper Kupp übernehmen können. Das ist eine harte Saison für die Rams. Also, ja, was ist das denn nach dem Super Bowl-Sieg? Was ist denn das immer mit diesem? Die brechen komplett ein. Weißt du, die haben ja ihr komplett. Also bis auf ein paar Spiele das komplette Team von letztes Jahr zurückgebracht. Ja, ist aber es nicht so eine komische Statistik, dass 70% oder 80%, die im Super Bowl stehen, eins von den zwei Teams kommt nicht rein? Ich weiß nicht, Streberle. Ist es eine Statistik? Ist es nur? Sorry. Aber ich verstehe nicht, wieso. Das ist ja das Krasse, weißt du? Also meine These dazu ist, wenn du einmal das erreicht hast, und wir wissen, wie lange so eine Football-Saison ist in der NFL, und wenn du diesen Höhepunkt erreicht hast, bist du auch das letzte Team, also eins von zwei, was in die Offseason geht. Und ich glaube, dass viele im Team dann diesen Hunger verlieren, das einmal zu erreichen. Ne? Viele haben nicht die Chance, im Super Bowl zu stehen und das Ding zu gewinnen. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass in diesen harten Zeiten in der nächsten Saison, dass dann so ein bisschen das Lockere angegangen wird. Auch wenn man das nicht denkt, aber so im Unterbewusstsein denke ich schon, hey, shit, wir haben ja letztes Jahr schon gewonnen, Alter. Was ist los? Wenigstens hab ich einen. So halt, ne? Und deswegen macht es ja so für mich immer wieder so unfassbar, wenn du an die Patriots denkst, die halt diese Dynasty haben und jedes Jahr gefühlt im AFC Championship standen und das Ding so oft gewonnen haben. Das ist ja
oft noch nie passiert. So. Mhm. Da hast du die Cowboys damals, glaube ich, dreimal hintereinander gewonnen haben, wo die America's Team geworden sind. Ey, wie kriegt man sowas hin? Ja. Das ist schon krass. Oder die Bills, glaube ich, viermal hintereinander in Super Bowl waren, aber immer verloren haben. Ja, ja, das ist halt das Ding. Ich meine, ich habe das Ding ja auch verloren. Und bei uns war der Hunger dann noch mehr. Weißt du, die Motivation war halt wahrscheinlich das nächste Jahr. Ja, aber die Vorteile waren auch schnell. Wir sind da und jetzt wollen wir natürlich die nächste Hürde gehen und das Ding auch gewinnen. Aber genauso wie bei den Rams haben dann das Jahr drauf die Playoffs verpasst. Aber das ist halt so ein Ding. Bei uns war es natürlich aber auch, würde ich sagen, auch viel verletzungsbedingt. Aber es war halt auch so ein Ding. So, vielleicht hat es wirklich damit zu tun, dass du, okay, du hast diese super lange Saison, kurze Off-Season, dass einfach, weißt du, ein bisschen die Luft raus ist. Ja. Aber auf der anderen Seite zeichnet es doch gerade so einen professionellen Athleten aus, dass der genau diesen Mindset eben hat, dass der immer hungrig nach Erfolg ist. Ja, aber manchmal macht man dann diese Ausreden. Hey, ja, ich weiß genau, was ich brauche, um in den Super Bowl zu kommen. Jetzt mache ich mal einmal nicht so eine Recovery-Session oder schaue ich mal nicht für extra 30 Minuten Film an, weil ich das vom letzten Jahr kenne. Da macht man solche Ausreden und das kann der Unterschied sein. Meinst du? Ja, kann gut sein. Also die Motivation ist auf jeden Fall ein Faktor, würde ich sagen. Dass du einfach so, okay, ich war schon hier, ich habe den Gipfel erreicht. Will ich jetzt nochmal wirklich die ganze Arbeit machen, um dann nochmal hochzukommen, weißt du, sozusagen. Ja. Ich denke, da gibt es Spieler, die so ein bisschen so denken. Ja. Und ich glaube schon, dass immer ein bisschen Glück auf jeden Fall schon da mitspielt. Ja, Verletzungen sind natürlich mit den Verletzungen halt, ne? Mhm, klar. Ja. Aber ja, Rams sind durch. Ja. Um das Ding abzuschließen. Sorry an alle Rams-Fans. ihr habt im Februar diesen Jahres gelacht. Also insofern, das war unser Newsflash und wir machen weiter mit Change My Mind. Dieses Bild ist so schräg. Fangen wir an mit der ersten Aussage. Oh, schau mal. Ja, wer ist denn da? Hallo, Patrick. Hallo, guten Tag. Oh, warte mal. Muss noch mal Black kurz Hammer muss noch funktionieren. Ah, warte. Lautere Mikrofon. So, 1, 2, 3, da bin ich. Sehr gut. Herzlich willkommen zu Prime. Better late than never. Better late than never. Was soll ich sagen? Auf Toilette oder was? Nee, manchmal will das Leben nicht so, wie man will. Schön, dass du da bist, Patrick. Wir haben schon über Bromania, über das Spiel gesprochen. Wir hatten gerade kurz den Newsflash und Cooper Cups Ausfall und starten jetzt mit Change My Mind. Und die erste Aussage, Björn, die geht an dich. Oh, ich fange an. Die Minnesota Vikings sind nach dem Overtime-Sieg gegen die Bills und der Niederlage von den Eagles klarer Super Bowl-Favorit. Change My Mind, Björn. Clara, das Wort Clara. Clara, Favorit aus der NFC. Das ist immer hart in der NFL, wenn du das Wort, so wie du die Frage gestellt hast, sage ich, nein, sie sind nicht der klare Favorit. Sie gewinnen mir die Spiele zu knapp. Sie kämpfen, man muss Respekt sagen, wie sie sich durchsetzen. Sie haben die Bills geschlagen. Aber eine Sache, die durch meinen Kopf einfach geht, und das kann man nicht ändern, das ist Primetime Kirk. Wenn du den Super Bowl gewinnen möchtest, da musst du in den Playoffs Primetime-Spiele gewinnen. Und da ist Kirk Cousins die wichtigste Position in der NFL, im Football. Also gut, Patrick, wer ist denn das mit dem Mikrofon gerade? Der Lärm besser. Und das war ich. Seine Primetime-Games, sein Rekord ist 10-18. Also, weil du gesagt hast, Clara, ist es schon für mich nein. Und die Bills, jetzt mal ganz im Ernst, hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Die haben sich das Ding echt selber nochmal, die haben selber nochmal in den Fuß geschossen. Aber die Vikings, Respekt, was sie machen. Wir zeigen sie am Wochenende. Sie liefern ab, sie gewinnen Spiele. Sie haben aber auch gegen die Eagles früh in der Saison verloren. Haben jetzt keine Riesenklatsche bekommen, haben aber nur 7 Punkte gescored. Kirk Cousins, das ist eine richtig gute Team-Performance, aber um den Super Bowl zu gewinnen, ich bin Cousins-Hater, ich komme da, sehe ich es nicht, dass Kirk Cousins in den Playoffs rise to the, wie sagt man das, Mark? Rise occasion. To the occasion.
Und dass er dann abliefert. Also nein, die sind nicht klare Favoriten. Ich sehe immer noch ein paar andere. In der NFC, wer ist denn dein NFC-Favorit? Ich muss sagen, ich bin immer noch bei den Eagles, auch wenn sie verloren gegen Commanders. Das war aber dieses typische Turnover-Game. Das braucht man. Das braucht man, um mal wieder, man muss mal verlieren in der NFL. Absolut. Aber hey, im Boden der Tatsachen kommen. Aber hey, das ist, und ich bin ganz ehrlich, ich finde auch die 49ers gerade, die creepen gerade und die 49ers, so wie die Ravens, jetzt spiel ich gewonnen sind, willst du nicht in der ersten Woche in den Playoffs sehen. Die werden jetzt heiß langsam so, ne? Und Dallas Goedert hatte sich auch verletzt in dem Spiel am Montag, sah nicht gut aus. Du, egal. Nein, sie sind nicht der klare Favorit in der NFC im Super Bowl zu stehen, aber Respekt an die Vikings, was sie gerade abliefern. Oh ja, da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Und Patrick, die nächste Aussage, die geht an dich. Das Experiment Jeff Saturday als Interim Head Coach wird aufgehen und die Colts zu mehr Siegen als Niederlagen in der zweiten Saisonhälfte führen. Change my mind. Lass mal überlegen. Man hört es gar nicht. Das er ist speechless, Alter. Jetzt? Oh, ich habe mich selber gemutet. Schön. Wie kann das also sein? Die haben noch 6 Spiele. Sie spielen noch gegen die Vikings, die Cowboys, die Chargers, gegen die Giants. Steelers, Texans gebe ich denen. Also sie werden nicht die Vikings werden sie nicht schlagen, sie werden die Cowboys nicht schlagen und sie werden auch eins der Spiele entweder gegen die Giants oder die Chargers verlieren. Also wird Jeff Saturday nicht mehr Siege haben als Niederlagen. Okay. Und habe ich dich überzeugt? Ich glaube schon. Ich habe noch eine Frage, du als Coach. Wie wichtig ist die Fähigkeit als Head Coach, ein Leader zu sein und Charakter und Führungsstärke? Ist das wichtiger als reines Football-Knowledge und die Erfahrung als Head Coach? Das ist Leadership Ability ist Quality Nummer 1. Du musst ein Alpha sein und andere Alpha-Tiere leiten können. Nichtsdestotrotz musst du natürlich auch den Sport verstehen. Jeff Saturday war jetzt lang genug in der NFL, um den Sport als solches zu verstehen. Head Coach sein ist nochmal eine andere Sache. Weißt du, neue Besen kehren gut. So, das war jetzt der Sweep, der nötig war, neue Kultur. Matt Ryan ist wieder am Start, hat auch sicherlich seinen Input gehabt. Und das ist jetzt alles schön und gut, aber hey, das war jetzt Woche 1. Let's not crown them before they played a couple of games. Würdest du sagen, dass das eher Glück war? Oder dass, wenn er jetzt mehrere Spiele gewinnt, dass dann andere Teams auch auf so einen Zug aufspringen könnten? Nein, also ich würde jetzt nicht dahin gehen, dass daraus ein Trend wird, dass Leute sagen, hey, was? Ich habe dann noch Shannon Sharp, der saß 10 Jahre bei Undisputed und hat in der Highschool, war 0 und 12. Komm, Shannon, mach mal die Ravens. Jennifer Bex, die war bei Football Bromance für 2 Jahre. Ich meine, ich könnte jetzt ja auch Headcoach machen. Ja, das könntest du machen. Ich wüsste nicht, wie erfolgreich du wirst. Ich würde dir aber die Daumen drücken. Dankeschön. Jetzt Dominik. Oh, Romantiker, wer es von euch nicht mitbekommen hat, das ist das Limited Edition Madden 23 Cover 2023. Ey, Leute, das offiziell. Das erste Mal Madden-Geschichte, nochmal ganz kurz Shoutout an Iturus, der dieses Design gemacht hat und die hatten nichts zu meckern. Ja? Also er hat ein Draft sozusagen rübergeschickt und die haben es sofort gesagt, ja, das nehmen wir so. Also zeigt mal ein bisschen Liebe zu Iturus. Aussage Nummer 3, Dominik. Chicago Bears Quarterback Justin Fields ist von Woche 6 bis 10 der Rushing Leader der NFL mit 555 Yards, noch vor Derrick Henry mit 515 Yards. Dominik, Fields hat bewiesen, dass er ein Top 10 Quarterback in der NFL ist. Change my mind. Ich sage dazu immer noch nein. Er steigert sich unglaublich. Also die letzten paar Wochen, wie er spielt, ist absolut krass. Und die Würfe, die er macht und allem. Die einzigen Gründe, warum ich nicht denke, dass er Top 10 ist, einer der wichtigsten ist, er gewinnt diese Spiele nicht. Er spielt zwar unglaublich, aber dann heißt es auch, hey, du musst deine Teammates auf die nächste Stufe kriegen und dann kriegst du mal so einen Fourth Down Stop oder
einen wichtigen Spielzug am Ende, dass du gewinnst. Also sein Rekord steht nicht dafür und dann von der Phase Quarterback halt. Er hält den Ball ein bisschen länger als der Average Quarterback. Das heißt, er macht seine Reads immer noch nicht am schnellsten. Man sagt ja immer, okay, er muss unter 2,5 Sekunden sein, aber das sind halt Rodgers und Brady und dann gibt es keine andere. Er muss einfach sich ein bisschen verbessern da und weniger Turnovers auch in der Red Zone haben, weil da ist er normalerweise ein bisschen anfällig. Wenn er es alles so machen kann und dann die Spiele gewinnt, dann wird er Top 10 Quarterback. Aber für mich ist er, obwohl er gerade krass abgeht, noch nicht in dieser Top 10 Kategorie. Meint ihr, dass sein Passing noch ausbaufähig ist oder liegt das an, also liegt es an Fields oder hat er einfach nicht die richtigen Spieler um sich herum, um mehr zu glänzen? Ich glaube, da ist ein bisschen von beiden. Die Spieler um sich herum, er braucht einen Elite-Receiver, den kann man vielleicht im nächsten Jahr kriegen, aber dann er ist auch der meistgesackteste Quarterback mit 36,6 in diesem Jahr. Also Spreeballe. O-Line braucht er halt auch. Also eine gute O-Line und ein Receiver ist eher entfernt, dass er diesen nächsten Schritt wie ein Patrick Mahomes oder Josh Allen machen kann. Dominik war schon im Fliegerschmied, ey. Habt ihr schon den Ablauf für Prime Time? Das ist ja noch schlimmer als ich. Letztes Jahr wurde ich deswegen immer gedisst. nächste Bromance-Kollektion ist mit Streberle. Aussage Nummer 4, Marc. No pressure, Marc. Was hast du? Die Washington Commanders haben eine Quarterback-Controversy und sollten darüber nachdenken, Taylor Heinicke als Starter zu ernennen. Change my mind. Da möchte ich deine Meinung gar nicht ändern. Nice. Dem müsst, ganz ehrlich, da muss ich zustimmen. Carson Wentz für mich ist ein Average Quarterback. Da gibt es einen Grund dafür, dass er die letzten 2 Jahre getradet wurde jeweils. Und Taylor Heinicke bringt einfach so ein bisschen frischen Wind mit rein. Man hat es letztes Jahr gesehen, er ist reingekommen und hat diesen Spark gebracht. Der hat, ich weiß nicht genau, wie viele Games er letztes Jahr gestartet hat, aber genau wie dieses Jahr, er kommt rein und auf einmal, bumm, der bringt die ganze Moral hoch. Und er hat diese Underdog-Mentality, diesen riesen Chip on his shoulder und der Typ ist ein Fighter. Der ist jetzt, hat jetzt 4 Games gestartet, 3-1 in diesen Games gegangen. In Primetime gegen Philly, undefeated Philly. Klar, Philly hat nicht gut gespielt, aber im Endeffekt, wofür zahlst du diese Quarterbacks, um zu gewinnen? Und Taylor Heinicke ist dieser undrafted Typ, den keiner kennt und er ist am Gewinn. Und ich denke ganz ehrlich, der muss eine Chance geben und ich denke, der sollte, wenn die Commanders eine Chance auf die Playoffs haben wollen, dann müssen die Taylor Heinicke starten, den Rest der Saison. Und Patrick, welche Rolle spielt denn da jetzt aber zum Beispiel Geld? Weil sie haben ja Wentz noch als Nummer 1 Spieler und der ist ein teurer Quarterback, beziehungsweise müssen sie ihm einiges bezahlen. Und wenn sie den jetzt als Backup auf die Bank setzen und einen Heinicke spielen lassen, aber der möglicherweise mehr Siege für das Team bringt, wie entscheidet man sich da als Team aus Coach-Sicht? Ja, in dem Vertrag steht ja hier, es ist ein Potential Out 2023, also ich glaube, nach der Saison 2022 ins Jahr 2023 gehen, können sie raus aus diesem Vertrag und sparen sich dann rund 26 Millionen im Jahr. Das heißt, nach dieser Saison. Ja, Carson Wentz, der ist raus. Hatte, tschüss. Dann kann, aber ey, weißt du was? Ey, Björn, ruf ihn an. Berlin Thunder, Baby. Aber ganz ehrlich, ganz kurz. Wir hatten letztes Jahr schon mal über Heinicke geredet, ne? Und da war ich nicht wirklich auf dem Hypebus, aber weil er eben undersized ist, weil er ein undrafted Typ ist. Ey, ich war letztes Jahr schon drauf. Also das ja, ich weiß. Du warst drauf auf Taylor Heinicke. Ich bin immer gerutscht. Weil wir hatten drüber geredet, weil er natürlich nicht der prototypical Quarterback. Er schaut einfach nicht so aus, er ist undrafted die ganze Geschichte. Aber das ist so krass, wie der Typ, was er für ein krasser Winner ist. Er kommt halt rein und gewinnt. Und ich ganz ehrlich, ich glaube immer noch nicht, dass es passieren wird, aber ich denke, der sollte in der Discussion sein, dass der nächstes Jahr eine Chance hat zu starten. Nein, wird er nicht sein. Ich weiß, weil die werden einen draften wahrscheinlich. Aber ich denke, er spielt gut genug und er bringt so ein bisschen die Moral hoch. Er ist ein krasser Teammate. Die Leute lieben ihn, verstehst du? Also
Ich denke, sie sollten. Weißt du, an wen er mich immer erinnert? Für den Number One Spot, für den Starter zu competen. Der erinnert mich immer an Fitzmagic oder Case Keenum. Von der Bank, ey, lieferst ab, 4, 5 Spiele, halbe Saison, weil du mit deiner Attitude die Moral anhebst, alle nehmen, du nimmst alle mit. Aber sobald du von Anfang an der Starter bist und der Druck auf dir liegt und dieser Benefit vom, ey, der ist ja jetzt von der Bank gekommen, shit, mit dem können wir nur gewinnen. Sobald Pressure on you ist und der Hype vom Rest des Teams nicht mehr da ist, ist er auch dann einfach nur Taylor Heinicke. Ja, also die werden sich sicherlich nach einem umgucken. Du kannst halt zu krass sorglos ein bisschen spielen, wenn du von der Bank kommst, weil keiner hat Erwartungen. Ne, das stimmt schon, dass du so null Erwartungen, jeder denkt so oder so, ich bin nobody und dann und auf einmal drehst du durch und dann jeder so, oh shit. Aber du musst überlegen, er hat trotzdem die letzten 3 Spiele gestartet. Weißt du, das erste Spiel ist er von der Bank gekommen nach der Verletzung von Wentz und dann die letzten 3 Starts, boom. Trotzdem gewonnen, weißt du. Und er hat die Mannschaft auf jeden Fall hinter sich. Und wen wir hinter uns haben, das sind die Bromantiker. Und bevor wir zum nächsten Punkt kommen, haben wir etwas für euch, nämlich die Black Friday Week. Nächste Woche, da gibt's Rabatt. Björn, kannst du uns dazu etwas mehr erzählen? Ja, wir die restlichen Sachen, wir haben einzelne Artikel noch übrig, auch nach Romania und das wollen wir. Gib doch mal ein bisschen Energie. Stell dir vor, du bist ja QVC, gib doch mal Gas. Ich mach richtig, ey, das ist all I have right now. Wir haben dann noch ein paar T-Shirts. Der ist komplett. Wäre du nicht. Leute, es gibt noch Sachen im Shop auf der Website von Football Bromance. Also ich probiere mein Bestes hier gerade. Also. Es wird die ganze Woche 20% im Shop geben. Falls du noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, schlag zu. Ja, du bist so eine das war jetzt einmal Advertising von Chantal. Ich würde sagen, wir blicken auf das Monday Night Game. Right. Können wir nicht, wir brauchen so einen Soundeffekt. Ja, kam eigentlich, ich habe jetzt darauf gewartet. Ist Sami auch eingeschlafen da hinten? Eigentlich müsste jetzt das schöne kleine Clip kommen. Wenn nicht, dann egal, dann reden wir einfach so darüber, so, denn irgendwann musste es ja passieren. Hey Jenny, während wir gearbeitet haben und nicht mit Roger Goodell abgehangen haben, während des Spiels. Doch, geht doch. Also, Monday Night Game. So, irgendwann musste es passieren und in Woche 10, da war es dann soweit. Die 5-5 Washington Commanders sorgen für die erste Niederlage der nun 8-1 Philadelphia Eagles. Endstand 32-21 und wenn ich mir euer Tippspiel angucke, dann kann ich sagen, dass ihr alle falsch gelegen habt und es erübrigt sich die Frage, ob jemand den Sieg vorgesehen hat. Björn, nein, was ist das da war am Montag schiefgegangen? Moment, Björn, sag es. Was denn? Habe ich nicht gesagt, das wird das. Ich fresse meine Worte Spiel. Ja, ihr habt trotzdem alle words nicht getippt. Aber ich habe gesagt, das ist my Eat My Words Game. Ja, das war die hässliche Bertha, Leute. Was soll man machen, ne? Wenn du ganze Zeit gewinnst, irgendwann kommt dieser Ausrutscher und das waren die Turnover. Die Eagles haben sich selber geschlagen. Sie haben es einfach sich selber. Das war nicht Tyler Heinicke. Es war nicht, dass sie dominant waren. Sie haben weniger Fehler gemacht und am Ende wollten sie es mehr. Und dann am Ende noch, wenn ich an diese letzte Szene noch erinnere, wo denn Brandon Graham dann noch Tyler Heinicke, der geht runter und klatscht ihn weg und damit kriegen sie das First Down, um das Spiel zu gewinnen. Die haben alles falsch gemacht in diesem Spiel. Turnovers, es war nur ein Interception, aber dann waren das Fumbles. Ich meine, der eine zum Schluss zähle ich jetzt nicht mit, aber trotzdem hatten die drei, denn mit dem letzten hatten sie 4 Turnover, aber ja, ich das haben sie selber verloren. Ich stimme dir zu, das war in den kritischsten Momenten diese Fehler, also du machst gerade einen Third Down Stop, dann kommt die Flagge für 15 Yards und der Drive geht weiter, oder Quez Watkins macht einen Explosive Play, ist, ich glaube, an der 20-Yard-Line und dann fummelt er, weil er wieder aufsteht, also dieser Dallas Goedert mit dem Face Mask. Also wie kann man da dieses Face Mask? Der Linebacker zieht Goddard so hart runter, nicht gesehen, er fumbled, der verletzt sich dann auch irgendwie. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er sich verletzt hat, aber lag denn da. Und Björn, es gibt das Schlimme: Es gibt ein Bild, wo ein Schiedsrichter gerade Sicht, wie du siehst, über die Schulter vom Schiedsrichter, der hat gerade Sicht darauf. Das musst du sehen. Ja, klar. Ja.
Ja, aber die hässliche Bertha kommt überall. Die passiert immer, immer. Ja, immer. Marc also, hatte bestimmt auch schon ein paar hässliche Bärte. Ja, ich meine, du musst überlegen, was haben wir jetzt echt erst mal zweiten also Jahr damals, mit den Cowboys. Damals zu Hause in Rotenburg. mit Sami im Club waren auch ein paar hässliche Bärte. Genau, wie war das denn? Unser Super Bowl-Jahr, wir waren 13, nee, das komplette Jahr sind wir 13 und 3 gegangen. Und dann No-Name freaking Atlanta Falcons sind zu uns gekommen, die halt den beschissensten Rekord des Jahres hatten und haben uns halt echt vorgeführt vor unseren eigenen Fans zu Hause. Du hast, wie ihr schon sagt, du hast ab und zu einfach diese Games, die du brauchst, ganz ehrlich, du brauchst die auch, um dich wieder zu humblen, um dich mal wieder auf den Boden runterzubringen, auf zur Realität zurückzubringen und danach ist dein Fokus wieder da. Und, lieber, weißt du? Genau, lieber jetzt, als dieses Spiel in den Playoffs zu haben. Und jetzt habe ich mein Du willst die hässliche Bertha nicht in der Prom Night haben. Genau, früher oder später kommt sie. Und jetzt war sie da. Und mal schauen, wie es weitergeht. Bei uns geht es jetzt weiter mit Keiner verkackt gerne als Werner. So. Ich bin gar nicht fähig, um dieses Spiel zu spielen, glaube ich. Ich habe ja wieder mein oranges Buch. Ihr anderen habt Stift und Zettel bereit. Ja. Dann beginnen wir mit der ersten Frage. Welcher Running Back führt die NFL in Yards After Contact an? Yards After Contact? Mhm. Bam, 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 bam. 3, 2, 1. Chubby Checker. Ist es Chubby? Ist es Chubby? Ich habe Derrick Henry. Ja. Ich habe Chubb. Ich habe Derrick Henry, ja. Und Björn? Saquon Barkley. Die Punkte gehen an Marc und an Dominik. Let's go. Wer war es? Titans Running Back Derrick Henry mit 770. Das war so diese obvious choice, ey. Dahinter Nick Chubb mit 611. Oh. Ja. Die nächste Frage ist eine Schätzfrage. Die Denver Broncos haben bisher von allen Teams die wenigsten Punkte über die ersten 10 Wochen erzielt. Wie viele sind es? Insgesamt? Ja. Oder im Durchschnitt? Insgesamt. Wie viele Punkte in 10 Wochen? Schätzfrage. 3, 2, 1. 109. Oh Mann, ich habe einen Kratzen im Hals. Ich habe 136. Ich habe 120. Der Punkt geht an Patrick. 148, was? Denn es sind 131 Punkte. Die Steelers dahinter haben 140. In wie vielen Spielen haben die das gemacht? 9 oder 10? 10. 9. Achso. 10. Ja, nee, stimmt ja gar nicht. Die ersten 9 Wochen. Spielen. Also 9 Spiele in 10 Wochen. Ja. Was, die haben 13 Punkte average? Hätten die mehr. Hätten die eine Scheiße. Nein, 14,5 oder 14,8. Hätten die 18 Punkte gemacht in jedem Spiel, wären sie 8-1. Das ist krass. Es ist krank. Ja. Boah, der Streberle weiß wieder alles. Ja, boah, ja. Das ist spät in Deutschland. Hau mal nicht so unsere Statistik jetzt hier raus, ey. Dritte Frage. Die New York Jets Cornerback Sauce Gardner hat im College keinen einzigen Receiving Touchdown gegen sich zugelassen. Hat der junge Cornerback bisher einen Touchdown in Man Coverage während seiner Rookie-Saison erlaubt? Ja oder nein? 3, 2, 1. 50-50. No. Nein. Ich sag nein. Nein. Streberle, du sagst ja? Ja. Ist falsch. Oh. Somit gibt es einen Punkt für Patrick, Björn und Marc. Ich dachte, der ist Derek Stingley. Gardner hat einen Touchdown in Zone Coverage gegen die Browns in Woche 7 erlaubt. Und Fun Fact. Und das war nicht mal seiner. Ja, und Fun Fact: Texans Rookie Cornerback Derek Stingley Jr. hat bisher über 300 Coverage Snaps gespielt und auch noch keinen Touchdown gegen sich zugelassen. Also, auch ein guter Junge. Frage Nummer 4. Welche 2 Spieler führen die NFL in Touchdown-Catches an? Pro Spieler gibt es 1 Punkt. 2, ja. 2.
Boah, mein Kopf ist leer. Nur Receiver oder generell? Nee, es muss ja generell. Welche zwei Spieler? Na, es kann auch ein Titan sein. Ja, klar. Ja. So. Bam, bam, bam. Habt ihr alle? Ja. Okay. Dann zeigt mal. Diggs und Jefferson. Ich habe Kelsey und Jefferson. Ich habe Hill und Jefferson. Brown und Kelsey. Oh, Hill. Es muss Hill sein, ne? Hill und Kelsey Jefferson. Ist richtig. Das bedeutet Mark und Dominik. Ihr hattet ihn beide, ne? Ja. Verdammt. Also es ist Chiefs Tight End Travis Kelsey und Raiders Wide Receiver Davante Adams. Beide haben 8 Touchdowns bisher gemacht. Adams hat 8? Shit, Alter. Schreberle, was ist mit dir? Das ist doch dein Homeboy. Hast du beide? Dominik hatte einen, oder Dominik hatte einen, ne? Ja, ich hatte nur Kelsey. Krass, Alter. Adams dachte ich nicht. Der hatte, glaube ich, in einem Spiel mal 3. Letzte Frage. Eine Schätzfrage wieder. Colts Wide Receiver Paris Campbell hat bisher von allen NFL Wide Receivern die meisten Snaps vom Slot aus gespielt. Wie viele Snaps sind das? Schätzfrage. Oh. Das ist, was ist das für eine Frage, ey? Wie kommt man auf so eine Frage? Boah, ey. 10 mal, Jenny. 3, 2, 1. 200. 288. Boah, ich hab voll überschossen. 420. Ich hab 450 gesagt, ja. Patrick, was hast du gesagt? 288. Damit geht der Punkt an dich, denn es sind 316 Snaps und dahinter ist Tyler Boyd mit 302 und Christian Kirk mit 296. Also der Punkt geht an Patrick und somit ist gerade Gleichstand zwischen Marc und Patrick. Ihr beide habt 3 Punkte. Oh. Stichfrage. Let's go. Wie viele Receiving Yards hatte Justin Jefferson gegen die Bills in Woche 10? Warte mal, das ist jetzt nur Patrick und Marc? Ja. Mhm. Diese letzte Warte, wir sind runter von 10 Fragen auf 5, oder was? Ja. Also. Weil wir ja wie viele hatte er gegen wen? Justin Jefferson gegen die Bills in Woche 10 im vergangenen Spiel. Also Schätzfrage. Ich schätze. Oh. Willst du sehen? Ich sag einfach. 143. 143 zu? 133. Marc, du hast gewonnen, denn es waren 193. Oh, das ist ja durchgedreht, oder was? Ja. Herzlichen Glückwunsch, Marc. Danke, danke. Marc gewinnt, keiner verkackt gerne als Werner. Und wer morgen beim Thursday Night Game gewinnen wird, ja, das wissen wir noch nicht. Aber darüber reden wir. Über das Spiel morgen wird jetzt gesprochen und da sehen wir die Tennessee Titans gegen die Green Bay Packers. Und nachdem. Bin ich der Einzige? Sie hat Thursday Night. Nein gesagt. Was habe ich gesagt? Nein, Spiel. Thursday Night. Ja, jetzt darfst du mich auch mal dissen. Okay, also Thursday Night Game zwischen den Titans und den Packers. Beide haben das letzte Spiel gewonnen. Frage: Wer liegt jetzt in Woche 11 vorne? Boah, das ist eigentlich ein gutes Thursday-Night-Matchup, muss man echt sagen, ne? Glaubst du, die Packers sind zurück ein bisschen? Das gibt Motivation ein bisschen? Ey, das, was sie da letzte Woche gezeigt haben, das von den Watson mit 3 Touchdowns und der Rookie, also ne? das gibt schon ein bisschen Motivation und Selbstbewusstsein. Ich denke, aber die Green Bay Packers werden das Spiel gewinnen. Ich glaube, sie haben jetzt ein bisschen ihren Swag zurück und auf der anderen Seite hast du halt Derrick Henry, ne? Dominik, wie viele Games haben die Titans jetzt hintereinander gewonnen? Die hatten, ich glaube, 5 hintereinander gewonnen, dann 1 verloren, jetzt wieder 1 gewonnen. Schau mal, Titans sind schon hart right now. Das ist schon das war ein Test, ne? Ja, ich dachte, er hat die Stats direkt. Nee. Neben sich liegen. Ich habe die Stats nicht vor mir. Ich weiß das halt einfach auswendig. Noch mehr Streberle. Ich glaube halt einfach, dass jetzt die Packers, zum Beispiel Rashawn Gary ist verletzt und auch für die Saison raus. Mhm. Auf der Defensive, auf der D-Line vor allem, wird es schwierig, den Derrick Henry zu stoppen. Also die spielen ja nur für ihn. Und ja, ich kann schon sehen, dass Tannehill dann auch übernehmen kann mit ein paar Quarterback-Options oder halt schnelle Würfe. Also ich glaube, die Titans müssten da eigentlich der Favorit sein. Ja. Ich glaube, die sind auch der Favorit, aber ich glaube, es wird ein ganz gutes Matchup. Bei den Wetten sind die Packers 3 Punkte minus 3,5. Ja. Und ist es, wo ist das Spiel?
In Lambeau. Ja, okay, krass, okay, das wusste ich nicht. Das heißt Patrick. Also, ja, nee, ich denke, ich habe die Titans. Das wird, glaube ich, ein knappes Ding, aber ich glaube, ich habe auch die Titans gewinnen das Ding. Und Patrick, wie siehst du das? Gehst du mit den Wetten? Nee. Ich gehe mit Green Bay. Ja, ich gehe mit den Wetten. Sorry. Ja. Ich gehe mit Green Bay. Ich glaube, dass dieses Three-Touchdown-Game von Watson, dass da das Vertrauen, was im ersten Spiel, als er den langen Touchdown gleich gedroppt hat, dass das Spiel auch ultimativ wieder Vertrauen gebaut hat und dass da jetzt die Chemie da ist. Und ich glaube, Aaron Rodgers braucht so einen Nummer 1 Receiver, dem er vertraut, und dann wird er ihn auch featuren. Und ich glaube, der wird Watson featuren, und der Typ hat halt, er droppt auch mal den einfachen, aber der hat halt physisch alles, was es braucht. Ich glaube schon, nach dem überraschenden Sieg gegen die Cowboys, werden die jetzt nochmal rallyen und sagen, okay, wir müssen unsere Saison retten und als Nummer 2 in unserer Division hinter den Vikings in die Playoffs kommen. Deshalb, ich gehe mit Green Bay. Die sind jetzt 4-6. Glaubt ihr wirklich, dass wir sie in den Playoffs sehen werden? Warum nicht? Ist alles noch offen. Ja. Es ist noch eine lange Saison, ey. Mhm. Die zweite Hälfte fängt jetzt an. Das stimmt. Und wir machen weiter mit Top oder Flop. Blicken wir also mit den, ja, wir blicken jetzt mit den folgenden Aussagen auf die Woche 11. Marc, die Buffalo Bills treffen am Sonntag auf die Cleveland Browns. Nick Chubb wird in diesem Spiel für über 150 Yards laufen und den Bills die zweite Niederlage in Folge verpassen. Top oder Flop? Marc. Das wäre doch die dritte Niederlage. Das wäre die dritte Niederlage. Ja, die haben gegen die Jets verloren und gegen Commanders. Aber Flop, das... Bill ist natürlich immer noch einer der Top-Defenses in der Liga. Ich glaube nicht, dass die 150 Rushing Yards zulassen werden, nicht zu einem Spieler. Also und Flop. Flop, genau, ich sag Flop. Okay. Und ich denke, Josh Allen, mein Boy von Wyoming, wird durchdrehen. Weißt du, ich habe sein Press-Interview gesehen und der Typ war richtig down. Und ich denke, die werden in dem Building jetzt dann alle zusammenkommen, rallyen und zeigen, dass sie immer noch der Top-Dog sind und immer noch das Team sind, das Favorite ist, das ganze Ding zu gewinnen. Also ich sag Flop. Und? Ja. Die Bromantiker schreiben mich hier gerade schon in den Chat, es sollen 80 Zentimeter Schnee erwartet werden in Buffalo. 80? Dann so oder so Flop, weil Bills, das ist ja ihr Ding, das ist ja ihr Element, weißt du, die wissen. 80 Zentimeter Schnee. Das ist doch das, im das November? Buffalo. Buffalo. Frischer. Aussage Nummer 2, Dominik. Am Sonntag reisen die Detroit Lions nach New York und spielen gegen die Giants. Wide Receiver Amon-Ra St. Brown wird mindestens 10 Catches und 100 Yards produzieren und dabei seinem Team zum dritten Sieg in Folge verhelfen. Top oder Flop? Ich sage Flop, aber er wird dann 8 Catches haben für ungefähr 100 Yards, aber ich glaube schon, dass die Lions gegen die Giants die Überraschung schaffen. Ich glaube, die Wende hat jetzt angefangen gegen die Packers, letzte Woche dann auch in Chicago gewonnen. Ich glaube, jetzt überraschen sie auch die Giants gewinnen, aber ich glaube nicht, dass sie 10 Catches haben. Drei hintereinander, das? Ja. Shit, der Schreberle. Es ist ja ein altes Team, weißt du? Klar. Ja, aber ich sag 8 Catches, so 96 bis 112 Yards dazwischen und irgendwie den Sieg. Das werden wir ganz genau beobachten. Er ist so Tony Romo, Alter. Notiert euch das, Romantiker? Warte. Was für eine geile Range. 86 bis 112 Yards. Kein Mensch sagt sowas. Jeder sagt von 80 bis 110. Er macht einfach so, er bricht einfach, oh Mann, ey. Shit. Von bis einfach die krummsten Zahlen genommen, ey. Ey, wenn es aber stimmt. Aber datest du, wie heißt die denn noch, die bei uns war hier, die Wahrscheinlichkeitsbraut von der NFL? Wer heißt die noch? Colleen. Nee, nicht Colleen.
Cynthia Freeland. Cynthia Freeland? Hast du da eine Sauce? Nächste Woche nein. Newsflash. Oder Dominik ist doch schon verheiratet, ist wifed up, ey. Dominik ist wifed up. Ja, aber trotzdem, vielleicht kennt er sie und sie ist eine Sauce. Eine Sauce ist eine Sauce. Dominik hat einen Tropfen im Ohr, sage ich euch. Nicht eine Sauce. Unter den Kopfhörern. Tropfen unter dem Kopfhörer? Ein Knopf, der ist verbunden mit ihr. Ich habe verstanden, ein Tropfen unter dem Kopfhörer, ey. Björn, Aussage Nummer 3 geht an dich. In Woche 11 treffen die Washington Commanders auf die Houston Texans. Nach dem Sieg gegen die Eagles wird Pass-Rusher Chase Young in seinem ersten Spiel diese Saison die Commanders mit mindestens 2 Sacks zum nächsten Sieg führen. Top oder Flop? Flop, weil er kommt, wenn er überhaupt viel spielen wird, denke ich, braucht er erstmal Zeit, wieder reinzukommen, weil für einen Pass-Rusher so lange raus zu sein, eine richtige Knieverletzung. Er hatte ACL, also Kreuzband und MCL. MCL, ich weiß jetzt nicht, ob es Innenband oder Außenband ist, aber er war lange, lange raus und da gleich zurückzukommen mit einem Two-Piece, das wäre schon heftig, auch wenn es die Texans sind, weil die Texans laufen auch sehr viel den Ball. Ich kann das nicht sehen, dass das passieren wird. Agree. Dominik, was sagen deine Stats? In November Games after ACL tear 1,3 Sacks pro Spiel. Nee, ich stimme dazu. Ich glaube, der hat vielleicht einen Sack, aber ist schwierig, von sowas zurückzukommen. Zwischen 0,35 und 1,5. Ja. Auch das werden wir nächste Woche überprüfen können. Aussage Nummer 4, Patrick, für dich. Die Minnesota Vikings empfangen die Dallas Cowboys. Wie gegen die Bills vergangene Woche wird Wide Receiver Justin Jefferson wieder abliefern und über 150 Receiving Yards produzieren. Top oder Flop? Ich sag Top. Yes, sir. Ich sag Top, weil mit diesen ganzen, mit Running Game, Shallow Cross, Over Routes, wird ihn Kirk Cousins bedienen. Trevon Diggs ist ein Jumper, ist ein Guesser. Einer, der Routes jumpt, den werden sie mit Double Moves mal ein bisschen locker machen, früh im Spiel, damit er back the fuck up ist und dann werden die Overroutes, werden sie killen und dann macht er macht so, ich würde sagen, zwischen 154,3 bis 176,4. 3875. Periode 6. Sehr gut. Auch das werden wir nächste Woche wissen, wie genau was ich da passiert ist. Und die Woche 11, die startet morgen und dann am Samstag. Da startet unser Free-TV-Programm auf ProSieben Max mit College Football. Da spielen die Fighting Illinois gegen Illinois. Die Wolverines. Illinois. Und noch nie gehört. Und dann am Sonntag wieder. Warte. Weißt du, wo Illinois ist auf der Karte, Jenny? Ah, das ist Illinois. Ja, Illinois. Weißt du, welche Hauptstadt? Ja, natürlich. Was ist denn die Hauptstadt von Illinois? Chicago. Oh. There you go. Nice, there you go. Wollte dich mal testen hier, weil du uns ja gerade getestet. Aber ich glaube, du bist Sonntag. Auch, ich glaube, du bist aber damit falsch. Da gibt es Björn. Wieder NFL. Was ist es denn? Das ist Springfield, oder? Springfield, Illinois. Ja, das kann wohl auch gut sein. Ja. Oh! Springfield, Illinois. Streber, ja, direkt ja. Den Werner zerstört. Leute, checkt it. Springfield. Checkt it. Springfield. Springfield. Ja, Mann. Ja, Dominik, hau mal ab, Mann. Er hat die Stats schon wieder neben sich liegen. Das Bundesländer aufgezählt. Sami sitzt am Drücker, der kann Dominik ja theoretisch jederzeit rauskicken oder stumm schalten. Naja, jedenfalls haben wir am Sonntag. Bye, bye, Dominik. So, jetzt am Sonntag, da können wir ab 19 Uhr NFL sehen auf ProSieben. Da haben wir die Jets gegen die Patriots und parallel auf RAN.de die Bears gegen die Falcons. Und dann später auf ProSieben ab 22.25 Uhr die Cowboys gegen die Vikings. Ihr und Patrick, das guck ich. Seid ihr bei einem Spiel dabei oder habt ihr... Nein, ich bin nicht da. Doch, bei College Football. Nö, bin ich auch nicht. Ach so, ich mach's alleine. Ich habe eine Zerrung. Ich kann nicht. Die Michigan Wolverines gegen die Illinois. Mit Springfield als Hauptstadt. Und ich mach Dallas Cowboys gegen die Minnesota Vikings mit Jonas Friedrich. Nice. Ich wurde gefeuert. Ich bin raus. Du hast genug gute Jobs, Patrick.
Wir brauchen dich als Commissioner, wir brauchen dich bei Bromance und ja, lange wird es auch mal ein bisschen Geld verdienen, Patrick. Gehen. Ohne deine Qualität kommt doch niemand aus. Also, du wirst schnell wieder eingestellt. Ihr Lieben. So, und wenn wir noch mehr Primetime machen, haben wir alle keinen Job mehr, dann macht Streberle jedes Spiel alleine hintereinander. Absolut. Weil er sagt, ich brauche keinen Moderator, ich mache das alleine. Hau mal ab. Alles beides. Alleine. Ja, ja. Und dann nächstes Jahr Deutschland spielt einfach alleine unten im Set, redet mit sich selber, immer gibt sich selber Interviews. Ey. Die stellen so aber Bild. einen Spiegel hin, oder so eine Pappfigur. Eine Pappfigur. Einmal mit Cap, einmal ohne, dass man sie auseinanderhält. Dominik, wie und meinst du? Wie Dominik auch noch spielen. Ja, nee, ich habe dann diese Halbmaske an und drehe mich dauernd um. Genau. Ist doch immer schön, mit einem solch wunderbaren Lacher die Sendung zu beenden. Also warte, aus dieser Truppe, immer noch zerstört. Wenn man wirklich bei Wer wird Millionär die Telefonjoker, muss man auf jeden Fall Streberle nehmen. Keine Frage. Auf jeden Fall. So einen braucht man halt in der Gruppe. Sag mal, bin ich der Einzige, der noch so zerstört ist? Seid kaputt ohne Ende. Aber warum seid ihr... Ja, okay, ihr habt viel gemacht. Warum seid ihr kaputt? Ich hab mich doch gefangen. Aber ich bin jetlagged ohne Ende. Aber ihr wart komplett für 3 Tage auf den Beinen. Fuck. Ich bin auch jetlagged, wo ich aus Florida rüberkam. Digga, du warst vor 5 Wochen in Florida. Komm mal klar jetzt. Ach so. Warte, mach 10 Wochen raus. Bitte mach 10 ja, Wochen raus. Ja, ich war eine Woche davor. Ich war eine Nacht zu Hause in den letzten 3 Wochen. Ich bin direkt rüber, 2. Spiel kommentiert, dann zack. Sami, spiel mal Chantal ab, irgendwas. Ihr Lieben, Chantal. Es war schön mit euch. Romantiker, tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal.